Wie lief's denn? Ja, ganz okay. Ja, bei mir lief's wie erwartet. Ich habe jetzt nicht so den Fokus auf Mathe gelegt beim Lernen. Gut, erstaunlich gut sogar. Bei mir lief's ganz gut, weil mir Mathe sehr wichtig war und ich habe mich im Vergleich zu anderen Fächern sehr gut darauf vorbereitet. Lief ganz gut, doch. Also eigentlich alle Aufgaben gut durchgerechnet und mit der Zeit gerade noch so hingekommen. Das weiß ich noch nicht. Also ich hoffe mal gut. Ich will jetzt nicht sagen super gut, aber auf jeden Fall auch besser als erwartet. Also ich fand eigentlich ganz gut. Wir hatten das neue Abitur. Aber den Umständen entsprechend doch eher besser als erwartet. Ja. Was kam so dran? Es kam das, was man erwartet hat, dran. Viel analytische Geometrie. Und auch viele Stochastikaufgaben, aber kein Hypothesentest. Viel Geometrie, vor allem im Pflichtteil und eine Schattenaufgabe. Es kam auf jeden Fall kein Hypothesentest dran und allgemein so Grundaufgaben, also jetzt nicht so schwere, fand ich jetzt. Wie hast du dich denn vorbereitet? Gar nicht. Ich habe in den Osterferien einfach ganz, ganz viele Aufgaben gerechnet, halt so ein bisschen versucht, das System der Aufgaben rauszubekommen und fast nur geübt eigentlich. Ich habe schon in den Fastnachtsferien Mathekurs gemacht, eine Woche lang. Und dann halt immer wieder auch im Unterricht Abi-Aufgaben und auch jetzt in den Osterferien hauptsächlich Abi-Aufgaben gerechnet. Geübt und geübt immer. Immer Abi-Aufgaben machen. Ja, Nachhilfe, YouTube-Videos mit Freunden lernen. Ja. Waren die Wahlaufgaben oder die Pflichtaufgaben schwieriger? Wie immer die Wahlaufgaben, ja. Doch. Ich glaube, Wahlteil. Normalerweise denke ich immer, dass die Pflichtaufgaben leichter sind, aber dieses Mal gab es tatsächlich ein paar Pflichtaufgaben, die ich so, oder nicht ein paar, sagen wir, eine, bei der ich Probleme hatte. Also mir fällt immer der Wahlteil viel schwerer als der Pflichtteil, ja. Bei mir dasselbe. Ich würde spontan sagen, doch, die Wahlteilaufgaben, ja. Die Wahlaufgaben, weil ich habe mich auf 2 von 3 Themen besonders spezialisiert und dann... Ich muss sagen, mir sind die Pflichtaufgaben einfacher gefallen. Der Wahlteil war ein bisschen schwerer. Ich fand den Pflichtteil teilweise schwieriger. Der Stochastikteil, den fand ich relativ einfach. Und auf wie viele Punkte hoffst du? Vielleicht 1 oder 2, wenn es gut läuft. Ich hoffe 2-stellig, also mehr als 10, ja. Ich hoffe, dass ich die 5 Punkte erreiche. 12 wäre Hammer, aber eigentlich alles über 10 wäre schon mega zufrieden. 5? Also vor dem Abi auf 8, jetzt hoffe ich noch auf 6 oder 7. Ja, also natürlich hofft man, dass es kein Unterkurs ist, aber ja, über 10 wird auch immer schwierig. 13 wäre gut. Ja. Kein Unterkurs, das wäre schon super, ja. Eigentlich schon mindestens 2-stellig. Ja, und alles im Einzelbereich wäre natürlich richtig gut, ja. Glaubst du, du wirst Mathe in deinem zukünftigen Leben brauchen? Jeden Tag. Puh, ich denke die Grundlagen auf jeden Fall, aber dieses Tiefgehende eher nicht. Brauchen ein bisschen, aber hoffentlich nicht so viel wie jetzt. Ja. Also das, was wir jetzt in der Schule gelernt haben, nicht so, aber ja, schon. Da ich noch nicht weiß, was ich studiere, kommt es drauf an, also, aber könnte trotzdem sein. Ich überlege Grundschullehramt zu studieren, aber dann auf jeden Fall auf sehr niedrigem Niveau. Wahrscheinlich eher weniger. Ich glaube jetzt nicht die Verfahren, die wir jetzt speziell gelernt haben, sondern einfach nur, aber dieses logische Denken, das man dabei gelernt hat, ist... Es ist ein gut vorbereitetes kommende Studium und Leben, ja. Bestimmt nicht in dem Umfang, wie wir das jetzt lernen mussten, aber ich denke schon, dass es immer noch wieder ein Teil eine Rolle spielen wird, ja.